Jetzt hat das Lehrerli einfach so und ohne Ankündigung gefordert, du sollst eine Inhaltsangabe schreiben und du schiebst schon dezent Panik. Keine Sorge, in diesem Video helfe ich dir, wie du das angehst. Ja, moin moin, hier bei Arnold erklärt und Respekt, dass du schon wieder lernst. In diesem Video gebe ich dir ein paar Tipps, wie du bei der Inhaltsangabe vorgehst. Den ersten Schritt nenne ich mal Stiftleserei, weil du bei dieser Art von Vorarbeit beim Lesen unbedingt den Stift mitverwenden solltest. Wichtig ist, dass du den Text zweimal gründlich liest. Mit dem Stift in der Hand, am besten einem Marker, markierst du dir bereits wichtige Informationen, die in eine Inhaltsangabe auch einfließen müssen. Alles, was nicht markiert ist, sollte am besten rausfallen. Achte darauf, dass du nicht mehr als ein Drittel des Textes markierst. Als nächstes, beim nächsten Lesevorgang, markierst du Sinnabschnitte. Das bedeutet, dass du bereits stichpunktartig wichtige Informationen zusammennimmst und in diesem Zusammenhang auch die W-Fragen klärst. Also wer hat was, warum, wie, weshalb gemacht. Diese passenden Stichpunkte zum Inhalt kannst du nachher verwenden, um deinen Text richtig auszuformulieren. Schritt 2 bedeutet, dass du den Text richtig schreibst. Und das heißt ja in erster Linie, dass du eine Inhaltsangabe schreibst und nicht etwa eine Nacherzählung. Die Unterschiede habe ich dir in einem anderen Erklärvideo zusammengefasst. Eine Inhaltsangabe bedeutet, dass man einen Text zusammenfasst. Wir beginnen hier mit dem Hauptteil. Ich erkläre dir nachher warum. Zunächst klären wir die wichtigsten W-Fragen, wie eben schon benannt, am besten in den ersten beiden Sätzen deiner Zusammenfassung. Und jetzt achtest du darauf, dass du nur das Wichtigste wiedergibst, und zwar in richtiger Reihenfolge. Nicht zwingend so, wie es im Text erscheint, sondern so, wie es tatsächlich richtig ist. Im Text kann es ja auch Zeitsprünge geben. Achte darauf, dass du im Präsens schreibst, sachlich und in eigenen Worten. Also bitte keine Copy-and-Paste-Kultur. Vermeide Spannung, Wörter wie plötzlich und bitte keine direkte Rede. Hier verwendest du den Konjunktiv bzw. die indirekte Rede. Sehr wichtig ist auch, dass man sowohl die innere und die äußere Handlung wiedergibt. Was damit gemeint ist, erkläre ich dir an einem Beispiel. Wir sehen hier einen Mann sitzen. Diese Hauptfigur sitzt zu Beginn auf einem Würfel. Und ja, das ist im Wesentlichen das, was man sieht. Das, was man sieht, bezeichnet die äußere Handlung. Was hier aber fehlt, sind die ganzen Gefühle und Gedanken, dass der Mann zum Beispiel antriebslos, Gedanken verloren, da sitzt, dass er vielleicht einen Grund hat, um da zu sitzen. Und gerade diese innere Handlung ist besonders wichtig, um zu verstehen, was in einem Text wirklich relevant ist und warum die Figuren so handeln. Das waren jetzt viele Kriterien und du hast deinen Text geschrieben. Doch, jetzt bitte nicht abgeben. Jetzt müssen wir als nächstes den Text zweimal Korrektur lesen. Zwei Durchgänge sind wichtig, weil wir im ersten Durchgang unseren Text nochmal mit den Kriterien der Inhaltsangabe abgleichen. Sind die Verben alle im Präsens? Haben wir eigene Worte verwendet oder können wir hier vielleicht nochmal eine Stelle umformulieren? Sind die wichtigsten Handlungsschritte enthalten und es ist aber auch genügend zusammengefasst und nicht zu ausführlich? Überprüfe das Ganze. In einem zweiten Korrekturgang achtest du auch mal auf die Satzverknüpfung. Hast du vielleicht immer denselben Satzanfang verwendet oder sprachliche Begriffe wiederholt? Hast du die Rechtschreibung und Zeichensetzung auch berücksichtigt? Ja, Schreiben ist ein schwieriges Geschäft. Wenn wir den Hauptteil geschrieben haben, machen wir was Verrücktes. Jetzt kommen wir erst zur Einleitung. Du musstest also vorher einen Abschnitt freilassen. Warum machen wir das so? Weil der Basissatz der schwierigste Teil ist, denn hier müssen wir ja das Thema einer Geschichte wiedergeben. Folgende Formulierungshilfe kann dir dabei helfen. In der von XY verfassten Geschichte wird am Beispiel eines ... gezeigt, das ... Nach Komma das handelt sich nämlich um einen Konsekutivsatz, der die Folge ausdrückt, nennen wir das Thema, also das, was die Geschichte insgesamt zum Ausdruck bringt. Der Inhalt stellt sozusagen nur den Handlungsverlauf dar. Wenn du das nochmal ein bisschen ausführlicher erklärt haben willst, findest du ein extra Video dazu auf meinem Kanal. Wie du jetzt weitermachst, hängt eigentlich von deiner Klassenstufe ab. Wenn du nämlich in der 7. Klasse bist, hast du die Inhaltsangabe gerade erst kennengelernt und dann bist du eigentlich fertig mit Basissatz und Hauptteil. Wenn du in der 8. Klasse bist, wirst du wahrscheinlich eine erweiterte Inhaltsangabe schreiben und einen wertenden Schlussteil noch anfügen. Und ab der 9. Klasse spätestens, vielleicht auch schon in der 8., wirst du einen Interpretationsaufsatz jetzt noch anhängen. Tja, viel Erfolg in jedem Fall. Hier nochmal die einzelnen Schritte zur Übersicht,
nimm dir mindestens 60 Minuten Zeit und denk dran. Lebe im Moment und schreib im Präsens.